Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem YouTube-Kanal bei Gameplay Gamers oder auch beim NMAC, je nachdem, wo ihr euch dieses Video gerade anschaut. Heute geht es um das Spiel Stardew Valley. Das ist ja bereits so ein paar Jahren für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erschienen. 2017 oder 2018, da bin ich mir gerade nicht so sicher, ist das Spiel auch digital für die Nintendo Switch erschienen. Ihr könnt es euch also hier im eShop runterladen. Es ist auch gar nicht so teuer, also vor allem was ihr dort geboten bekommt, ist es eigentlich sehr, sehr günstig. Trotzdem habe ich vor ein paar Wochen ein Unboxing-Video von der Windfischi hier auf YouTube gesehen. Die hat nämlich auch sich die Collector's Edition besorgt. Und mir hat das eigentlich sehr gut gefallen. Und da habe ich gesagt, ich brauche diese Collector's Edition auch. Und habe dann auf eBay einen Händler gefunden, der das Spiel eben aus Japan verschickt. Hat auch nicht viel gekostet. 40 Euro, also 38 Euro hat das Spiel gekostet und dann nochmal 10 Euro Versand. Und es kam kein Zoll drauf. Ich bin sehr froh, dass es durchgegangen ist. Und heute ist es angekommen nach ungefähr, ja, ich glaube 10 Tagen. Es hat also wirklich nicht lang gedauert. Das ging rasend schnell. Und jetzt möchte ich mit euch diese Collector's Edition einmal auspacken. Also hier oben seht ihr das Nintendo Switch Logo. Es ist also für Nintendo Switch. Es ist natürlich eine etwas größere Packung. Ihr werdet dann sicherlich gleich sehen, wie groß so eine Switch Packung ist im Vergleich, weil da ist eine drin, das weiß ich. Unter dem Stardew Valley Logo befindet sich dann noch die Angabe, dass es die Collector's Edition ist. Hier drunter steht dann auf Japanisch, welche Bonusinhalte in dieser Box enthalten sind. Also zum einen die Pelican Town Mappe, also die Karte von Pelican Town, dann noch ein Beginner's Guide do Buku, also quasi ein Leitfaden für Anfänger. Man soll nie das englische Wort mit dem deutschen gleichsetzen, auch wenn es hier ähnlich verwendet wird. Und dann gibt es noch den Official Soundtrack in dieser Edition auf der CD, also der offizielle Soundtrack ist mit dabei. Hier unten haben wir dann die Angabe, ab wie vielen Jahren das Spiel in Japan freigegeben ist. Hier steht jetzt irgendwas mit 12. Ich bin mir jetzt da nicht so ganz sicher, weil das sind alles Kanji hintereinander, die ich so in der Konstellation noch nicht gesehen habe und dementsprechend auch nicht aussprechen kann. Geschweige denn die Bedeutung sagen kann, aber entweder, ich denke mal, ab 12 oder unter 12. Letzteres ist wahrscheinlicher, aber ich kenne mich zu wenig mit dem japanischen Jugendschutz aus, dass ich euch das erklären könnte. Ja, auf der Packung seht ihr im Grunde kein großes Artwork, sondern eher Spielgrafik, wie der Titel dann auch wirklich aussieht. Und das ist auch ein wenig außergewöhnlich, sehe ich bei vielen Spielen ebenfalls nicht. Also es ist halt eben eine Bauernhofsimulation. Hier haben wir einen Huhn, da wächst was, hier reitet die Spielfigur auf einem Pferd, hier ist eine Scheune. Also es ist sehr, sehr schön. Und hier unten dann noch den Publisher, den japanischen Amusio. Entwickelt wurde das Spiel ja von Eric Baron, wenn ich da richtig informiert bin, und ich glaube im Rest der Welt wird es dann von Chucklefish gepublished, wo ja auch so ein paar, ja, retro-lastige Spiele in der Pipeline sind. Aber gut, so viel dazu. Hier auf der Unterseite haben wir dann auch nochmal das Stardew Valley Logo mit der Angabe der Collector's Edition. Und hier steht dann im Grunde dasselbe nochmal auf Japanisch, beziehungsweise in Katakana. Also, dass es sich hierbei um Stardew Valley Collector's Edition handelt. Ich drehe manchmal bei Japanisch ein bisschen durch. Gut, auf der Rückseite steht jetzt auch noch der Text auf Japanisch drauf. Ich halte euch das mal in die Kamera. Wer des Japanischen mächtig ist, der wird jetzt auch ein wenig zu lesen haben, wer es kann. Aber ganz oben steht halt einfach drauf, Stardew Valley Hyokoso. Also hier haben wir Stardew Valley. Gut, hier stehen noch ein paar Inhalte, um worum es in dem Spiel geht, aber dazu werde ich euch gleich was erzählen. Ihr könnt es eigentlich, hier steht, man kann es jetzt nur alleine spielen, aber wenn ich richtig informiert bin, gibt es eigentlich auch einen Mehrspieler-Modus. Der müsste in der Switch-Fassung eigentlich schon herunterladbar sein mit einem Update. Eventuell ist diese Version hier drauf schon dementsprechend geupdatet, das weiß ich natürlich nicht. Aber das müsste ich dann selbst noch rausfinden. Und man kann es auch mit dem Pro-Controller spielen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir mal an. Ich habe das obligatorische Messer mal rausgesucht. Jetzt können wir die Packung öffnen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Dieses Spiel gehört mir. Ich kann es nicht mehr zurückschicken. Ich habe es ausgepackt. Und
Wäre aber auch blöd, das nach Japan zurückzuschicken. Und dann gucken wir uns das mal an, wie es aufgebaut ist. Also es ist dann wohl eine feste Packung. Die fühlt sich auch sehr, sehr stabil an. Nee, das ist aufgeklebt. Okay, entschuldigt Leute. Das ist aufgeklebt hier drum. Das wusste ich natürlich, ich wollte euch nur in das Licht führen. So, es ist nicht mal aufgeklebt, es ist einfach nur drum gewickelt. Das finde ich wiederum nicht so schön. Hier hätte es mir gefallen, wenn das wirklich direkt auf der Packung gewesen wäre. Aber gut, so viel dazu. Hier steht jetzt nicht großartig was Neues. Beide Seiten schlicht dasselbe. Hier unten steht dann halt noch was anderes. Also Chucklefish ist auch da irgendwie dran beteiligt gewesen. Hier developed by Concerned Ape, also ob irgendwie das jetzt das Entwicklerstudio von Eric Baron ist, ich bin mir da nicht so sicher, oder ob das mittlerweile zu einem Entwicklerstudio ausgebaut wurde. Ich habe ja keine Ahnung, was das angeht. Das könnt ihr mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das möchtet. Gut, ich packe hier den Rest mal aus. Also das ist einfach eine sehr schöne Pappschachtel. Die ist auch sehr stabil, wenn alle Sachen drin liegen. Also da kann man sich nicht beschweren. Okay, dann gucken wir mal, was dabei ist. Also hier haben wir jetzt eine, ja, sage ich mal, DVD-Hülle. Und hier steht halt einfach nochmal Stardew Valley und Collector's Edition drauf. Hier ist dann noch ein Brief im Hintergrund. Seht ihr auch ein wenig die Spielwelt, also von dem Tal, um was es hier eigentlich geht. Auf der Rückseite habt ihr dann eben die Angabe, welche Musikstücke hier drin sind. Also das fängt hier beim Titelthema an, dann kommt hier auch noch drin vor, wie es im Winter klingt in der Spielwelt, wie es in den Minen sich anhört, wenn man da rumläuft, im Herbst. Und hier haben wir zum Beispiel den Dance of the Moonlight Jellies. Ich muss sagen, ich habe das Spiel ja damals auf dem PC nur ganz, ganz kurz gespielt. Bin der Meinung, das möchte ich lieber auf der Nintendo Switch spielen, weil ich es dann auch auf dem kleinen Handheld Screen, sag ich mal, auch spielen kann, was mir sehr gefallen wird, bin ich mir sicher. Deswegen kann ich gar nicht so viel zur Musik sagen, aber das, was ich gehört habe, hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Ich nehme einfach jetzt mal das Messer, um es zu öffnen, damit ich euch auch zeige, was sich hier drin befindet, wie die CD aussieht und so weiter. Und jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen Plastikmüll drum. Das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden, obwohl in der Edition hätte man das machen können. Okay, man hätte es sicherlich auch irgendwo aufschneiden können. Jetzt klebt hier unten noch so ein bisschen von der Plastikpackung dran. Das ist nicht schön, aber ich meine, was soll's. Ist dann halt so. Gucken, ich mache es erstmal auf, darum kümmere ich mich dann später. Gut, so sieht dann die Disc von Stardew Valley aus. Darunter ist nichts. Also, das wird eine ganz handelsübliche CD sein. Es müsste eigentlich aber auch irgendwo dran stehen. Und zwar, ja, da unten eine Compact Disc haben wir. Und das ist dann jetzt einfach mal schätzungsweise der Beginner's Guide. Den mache ich mal auf. Der ist allerdings komplett auf Japanisch, nicht auf Englisch oder so. Aber es ist trotzdem, sich das mal anzugucken. Und wer vielleicht eine kleine Japanisch-Übung braucht, der guckt sich das hier eben dann mal in Ruhe an. Da steht dann vermutlich alles drin, was hier euch im Spiel erwartet. Hier sind dann ein paar Früchte. Früchte ein. Ja, die späteren Früchte eurer Arbeit, aber das Gemüse abgebildet, was es in den Minen zu tun gibt, wie geangelt wird, welche Personen es in Stardew Valley gibt, welche Gegenstände ihr überhaupt alles sammeln könnt. Dieses Spiel ist so verdammt umfangreich, das kann ich euch sagen. Also ich glaube, wenn man da selbst 50 Stunden reingesteckt hat, kann man immer noch was Neues erleben. Und ich selbst bezeichne das Spiel, auch wenn ich es nur so 2-3 Stunden gespielt habe, aber ich habe halt eben viele Rezensionen gesehen und mir auch mal Gameplay-Videos angeguckt. Ich selbst bezeichne es einfach mal als das Harvest Moon respektive Stories of Seasons, was wir niemals so bekommen mehr hätten. Weil ich muss halt einfach sagen, dass Harvest Moon bzw. Story of Seasons, wie die Serie jetzt heute eigentlich heißt, auch wenn es Harvest Moon, obwohl es Harvest Moon parallel immer noch gibt, da muss ich halt sagen, das ist schon wesentlich besser und Harvest Moon ist eben seit, meiner Meinung nach, seit A Wonderful Life für den Gamecube wirklich tot. Also A Wonderful Life für den Gamecube habe ich noch sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe auch noch ein paar auf der Switch so ein bisschen gespielt. Allerdings, muss ich sagen, die kamen nie mehr so ganz an die ersten 5-6 Spiele von Harvest Moon ran. Die waren wirklich, ja, eigentlich schon perfekt. So hätte es sein sollen. Okay, hier haben wir jetzt eine Karte von Stardew Valley. Ich halte die euch mal in die Kamera.
Hier oben haben wir noch eine Straße, hier in der Mitte sind ein paar Häuser mit dem Dorfplatz, ein Fluss, den Strand haben wir noch, die Berge im Hintergrund, da kommt eine Lokomotive. Also eigentlich sehr, sehr schön. Allerdings diese Karte, die ist sehr, sehr... ich lege die mal gerade an der Seite, weil ich sie gerade nicht richtig zukriege. Die war sehr, sehr dünn, also qualitativ nicht so hochwertig. Die hätte ich mir ein bisschen dicker erwartet. Oder vielleicht sogar aus Stoff. Das wäre richtig cool gewesen. Aber gut, ist immer so eine Sache, was will man haben, was braucht man wirklich. Gut, und hier haben wir dann einfach mal so einen Größenvergleich. Ich halte euch das mal dagegen. Also so groß ist die Collector's Edition von Stardew Valley ungefähr. Ja, hier steht jetzt auch nochmal drauf, dass es die Collector's Edition ist. Und ich muss dazu sagen, es gibt, soweit ich weiß, auch nur die Collector's Edition. Und wo das physische Spiel auch wirklich drin ist. Ja, auf der Rückseite sollte hier eigentlich dasselbe draufstehen. Das sieht mir ziemlich ähnlich aus beim Vergleich, bis auf diese Angabe, was hier in der Collector's Edition drin sein soll. Hier steht jetzt natürlich nicht für den Weiterverkauf bestimmt. Ihr könnt mich mal, wenn ich irgendwann meine Sammlung auflöse, verkaufe ich das natürlich weiter. Ist natürlich nur an die Einzelhändler gerichtet. So, jetzt machen wir es hier mal auf. Ich finde es schade, dass es hier keinen Knipp gibt, wo man es eben abziehen kann. Aber gut, sei es drum. So sieht das Spiel dann eben in der Hülle aus. Und hier fällt mir auch auf, das fühlt sich eben anders an. Ich meine auch, dass dass mein Second-Hand-Set oder meine Second-Hand-Set-So-Kollektion für die Switch auch so aussah. An der Seite sich angefühlt hat. Jedenfalls, so sieht das Spiel ja drin aus. Sehr, sehr spartanisch. Finde ich sehr schade. Man hätte auf der Rückseite gern noch ein Artwork irgendwie hinpacken können. So sieht das Ganze sehr, sehr leer aus. Auch hier unter dem Spiel hat sich nichts versteckt, also das ist alles sehr steril in weiß gehalten. Aber ich meine, man möchte das Spiel ja auch spielen, man möchte es sich nicht unbedingt angucken. Dafür habe ich auch den Beginner's Guide, ich kann es noch anhören, ich habe die Karte. Also ich bin damit doch wirklich sehr zufrieden und ich finde, 40 Euro ist wie dieses Spiel auch ein sehr, sehr fairer Preis. Auch wenn man natürlich sagen muss, die Download-Version alleine bekommt ihr für... Ich glaube, lass mich nicht lügen, 15 Euro für andere Plattformen, im Sale dann bestimmt für 12. Ich habe damals, glaube ich, 13 Euro für die PC-Version bezahlt. Bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit dem Spiel, was ich gesehen habe. Und ich denke mal, auf der Switch wird es mir ebenfalls so gut gefallen. Gut, in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zur Stardew Valley Collector's Edition habt, dann stellt mir die ruhig in die Kommentare. Ich werde dann so schnell wie möglich auch drauf eingehen und in dem Sinne noch einmal vielen Dank fürs Ansehen. Lasst mir ein Däumchen da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert mich, dann bekommt ihr auch mit, wenn ich das nächste Mal irgendein Videospiel für die Switch oder eine andere Plattform auspacke. Gut, gehabt euch wohl. Tschüss!